Ich beginne mal im Namen Allahs, des Alabamas, Barmherzigen. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet wird, ist irre geleitet. Und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Und jeder Irrtum führt zur Hölle. Zunächst einmal möchte ich mich natürlich nach Allah subhanahu wa ta'ala bei den Geschwistern bedanken, die mich eingeladen haben. Ganz besonders der Bruder Ahmed, weil er mich persönlich darauf angesprochen hat. Und möge Allah azza wa jal jeden belohnen, der mitgewirkt hat. Und noch einmal vielen Dank auch an die Geschwister, die diesen Raum zur Verfügung gestellt haben, also die Moschee. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie mit dem Besten belohnen, ihre Sünden vergeben und uns gemeinsam ins Paradies eingehen lassen. Der Vortrag lautet die Situation der Menschen vor und nach dem Islam. Ich hoffe natürlich, dass ich versuchen kann, einen Teil dieses Themas abzudecken, aber ansonsten, wer ist derjenige, der diese Frage beantworten möchte auf perfekte Art und Weise? Die einzige Möglichkeit wird in diesem Fall sein, indem wir sehr oft Allah selbst sprechen lassen oder den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also Gottes Segen und Heil auf ihm, selbst sprechen lassen, beziehungsweise Menschen, die diese Veränderung durchgemacht haben. Das heißt, die Menschen, die die Situation vor dem Islam erlebt haben und die Menschen, die die Situation nach dem Islam erlebt haben. Nach der Annahme des Islam oder nachdem der Islam überhaupt gekommen ist. Und diejenigen, die meine Vorträge kennen, wissen wahrscheinlich, dass ich nicht so sehr emotional rede und bin. Deswegen werdet ihr, und ich hoffe, ich darf euch alle duzen, ist das üblich, ja? Deswegen werdet ihr wahrscheinlich sehr oft von mir auch Zitate hören und Texte hören, weil ich finde, bei solchen Themen, wenn man wissenschaftlich bleiben will, muss man nicht nur öfter auch zitieren. Man kann natürlich interpretieren, aber zitieren ist wichtig. Und wenn man zitiert, dass man dann auch zitiert aus Quellen, die vertrauenswürdig sind. Und ganz besonders möchte ich darauf achten, wenn ich natürlich zitiere und Allah subhanahu wa ta'ala etwas zuschreibe oder seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich beginne einfach mal mit einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dieser Hadith beschreibt die Lage der Menschheit insgesamt aus Sicht von demjenigen, der diese Lage am allerbesten beschreiben kann. Und das ist Allah, der Herr der Welt. In einem Hadith, der von Imam Muslim rahimahullah überliefert wird, beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes. Und zwar ist es ein Hadith Qudsi. Das heißt, ein Hadith, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah zuschreibt. Ein heiliger, sogenannter heiliger Hadith. Also sind Gottes Worte, aber ist nicht Teil des Koran, das wissen wir alle. Allah sagt gemäß diesem heiligen Hadith, ich habe meine Diener als Monotheisten erschaffen, sie alle. Die Satane kamen dann zu ihnen und haben sie von ihrer Religion abgebracht. Sie haben ihnen verboten, was ich ihnen erlaubt habe. Und sie haben ihnen angeordnet, mir Dinge beizugesellen, wofür ich keine Ermächtigung herabgesandt habe. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat auf die Erdbewohner geschaut, er verabscheute sie alle, sowohl die Araber als auch die Nicht-Araber, bis auf ein Überbleibsel des Volkes der Schrift. Ich denke, dieser Hadith, das Zitat Ende, das ist die Sicht vom Herrn der Welt. Und deswegen möchten wir jetzt darauf näher hineingehen und schauen, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, gepriesen sei er und frei von allen Mängeln, warum hat er diese Menschheit, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hat, das gemeint ist damit natürlich vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warum hat er sie verabscheut? Denn insgesamt,
bis auf ein Überbleibsel des Volkes der Schrift, das heißt, bis auf ein Überbleibsel derjenigen Menschen, die der Tora oder dem Evangelium folgen. Ich möchte nicht sagen Juden und Christen, sondern diejenigen, die der Tora und dem Evangelium folgen, das heißt, der eigentlichen Botschaft, die Moses und Jesus überbracht haben. Denn dem einen oder anderen kommt in den Sinn, zu diesem Zeitpunkt unter den Arabern war doch nicht alles schlecht. Es gab doch auch die sogenannten Bündnisse, wie zum Beispiel Helful Fudul, auf das wir näher eingehen werden. Das heißt, es gab auch gute Angelegenheiten und gute Strukturen und es gab auch gute Sitten und es gab auch gute Charaktereigenschaften und Tugenden, nach denen man gestrebt hat. Aber insgesamt ist das Urteil Allahs gewesen. Und wir möchten dieses Urteil Allahs belegen, beziehungsweise Allah, wir brauchen seine Worte nicht belegen, aber ich meine, damit möchten Beispiele verwenden, um das zu verstehen, was damit gemeint ist. Ein sehr zentrales Thema, das damals, das heute eine Rolle spielt und auch damals für die Menschen eine Rolle gespielt hat, war das Thema der Frau. Die Situation der Frau, denn ihre Rechte waren sehr düster. Und der Islam, Gott sei Dank, hat diese Sache vollkommen verändert und in die richtige Wege geleitet. Wir alle wissen, dass nicht alle Araber, aber ein Teil der Araber von Geburt an, ich meine damit von Anfang an einer Geburt eines Mädchens, diesem Mädchen Ärger bzw. Bedauern entgegengebracht haben und damit nicht zufrieden waren. Und Allah im Koran al-Karim in Surah al-Nahl beschreibt das und ich lese direkt um die Zeit nicht zu sehr zu beanspruchen, die Übersetzung deutscher Sprache vor. Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Er verbirgt sich vor den Leuten wegen der schlimmen Nachricht, die ihm verkündet worden ist. Soll er es trotz der Schmach behalten oder es in die Erde stecken? Allah sagt, wie böse ist, was sie urteilen. Das war unter den polytheistischen Arabern. Aber schauen wir unter den Polytheisten, unter dem Volke der Schrift. Es gibt Glaubensgemeinschaften, die damals und bis zum heutigen Tag der Ansicht waren, dass die Frau diejenige ist, die überhaupt schuld daran ist, dass der Mensch heute auf der Erde ist. Und angeblich sei die Gattin von Adam a.s. schuld daran, dass Adam vom Baum gegessen habe oder gegessen hat. Und wenn wir zum Beispiel auch in der Bibel nachschauen, finden wir Zitate, an die ich bin sicher, viele Christen des heutigen Zeitalters nicht mehr daran glauben. Wir lesen zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther, in Kapitel 14, 33 bis 35, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens, wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist. Wie es in allen Gemeinden der Heiligen üblich ist, sollen die Frauen in der Versammlung schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz es fordert. Wenn sie etwas wissen wollen, dann sollen sie zu Hause ihre Männer fragen. Denn es gehört sich nicht für eine Frau, vor der Gemeinde zu reden. Wenn wir das vergleichen mit der Situation zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, möchte ich nicht sagen, dass die Situation im Islam ganz anders ist. Nein, sondern der Islam hat die Sache korrigiert. Und der Islam hat, selbstverständlich gehört es zur Schamhaftigkeit einer Frau, dass sie ihre Stimme nicht erhebt in der Anwesenheit von Männern. Aber entscheidend ist, der Islam hat ihr nicht verwehrt, Fragen zu stellen. Der Islam hat ihr auch nicht verwehrt, dem Redner, wenn er etwas Falsches sagt, ihn darauf hinzuweisen. Und wir alle kennen die berühmte Geschichte, als einmal der zweite Kalif, Umar ibn Khattab, möge Allah mit ihm zufrieden sein, eine Rede gehalten hat. Und dann hat er in dieser Rede ein Gesetz festlegen wollen. Und er sagte sinngemäß, ab jetzt, wenn jemand heiratet, darf er als Morgengabe
nur noch so und so viel hergeben, nur noch so und so viel bezahlen. Und das ist ein bekanntes Problem damals schon gewesen und heute immer noch ein Problem, besonders unter manchen Arabern, dass hohe Brautgaben verlangt werden und dass deswegen Frauen nicht mehr verheiratet, die Töchter schwer verheiratet werden oder umgekehrt die Brüder schwer Frauen finden können zum Heiraten. Und Umar radiallahu anhu, möge Gott ihm zufrieden sein, er wollte die Sache festsetzen, ein Maximum. Daraufhin ist eine Frau aufgestanden und hat gesagt, hör mal zu, hast du nicht im Koran gelesen, dass Allah gesagt hat, وَإِذَا آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. Und wenn ihr einer von den Frauen, eine große Gabe, Qintar ist etwas Riesengroßes, etwas Wertvolles wie Gold und Silber und ähnliches, hast du nicht im Koran gelesen, dass Allah gesagt hat, wenn ihr einer Frau einen Qintar sogar gegeben habt, so dürft ihr davon nichts wieder zurücknehmen? Und das natürlich impliziert, dass es erlaubt ist, sonst hätte Allah das nicht im Koran erwähnt. Daraufhin hat Umar radiallahu anhu seinen Fehler eingesehen und hat gesagt, jeder kennt sich besser aus als Umar. Und auch wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von Frauen angesprochen worden ist und ihnen auch gelehrt hat, sogar hat er ihnen einen Tag in der Woche zur Verfügung gestellt. Aber diese Sache findet man interessanterweise nicht nur in der Frühzeit des Christentums, sondern auch in der späteren Zeit. Und man ist manchmal verwundert über sogar eine Person, die als Reformator gilt, natürlich für die protestantische Kirche, und zwar geht es um Martin Luther. Ich lese euch gerne zwei Zitate vor, die er gesagt hat, und er ist, wer er ist. Er sagte, will die Frau nicht, so kommt die Magd. Ich brauche das natürlich nicht interpretieren. In einem anderen Zitat sagte er, die größte Ehre, die das Weib hat. Natürlich, das Wort Weib heutzutage ist ein bisschen negativ, aber damals, das war normal. Okay? Die größte Ehre, die die Frau hat, ist allzumal, dass die Männer durch sie geboren werden. Im 6. Jahrhundert gab es unter manchen Völkern die Diskussion, ob Frauen überhaupt eine Seele haben. Und man hat sich dafür sogar getroffen und hat darüber diskutiert. Und in England bis zum Jahr 1805 durfte man als Ehemann seine eigene Ehefrau verkaufen. Und sie haben sogar gesetzlich festgelegt, wie teuer das sein darf. Und damals hieß es 6 Cent, aber das wissen wir natürlich nicht, was das heute ist. Aber es geht darum, dass es festgelegt worden ist. Und im alten Rom hatte der Mann auch das alleinige Sagen über seine Ehefrau. Und er hatte die vollkommenen Rechte und er konnte sogar bestimmen, er konnte ihr sogar vorwerfen, irgendeinen Vorwurf machen und er würde nicht danach gefragt werden, selbst wenn dieser Vorwurf dazu führt, dass sie zum Tode verurteilt wird. Ohne dass er, wie gesagt, dafür zur Verantwortung gezogen wird. Und was unter den damaligen oder den frühen Indern geschehen ist, wenn ein Mann gestorben ist, wenn der Ehemann gestorben ist, ist bekannt, dass die Ehefrau mit dem Leichnam des Ehemanns verbrannt worden ist. Diese Angelegenheiten, und wenn wir heutzutage schauen, wir brauchen nicht nur die Vergangenheit schauen, denn wir haben ja gesagt, es geht nicht nur darum, was der Islam für die Menschheit an sich Neues gebracht hat und verändert hat, sondern es geht auch darum, was der Islam für einen selbst Neues bringt, wenn man ihn annimmt oder für uns alle gilt, wenn man ihn noch besser auslebt. Heutzutage zum Beispiel wissen wir, dass die Frauen erniedrigt werden in bestimmten Hinsichten. Und zwar manchmal werden Frauen verwendet zur Vertreibung von Produkten. Oder was hat ein Bild einer Frau zu suchen auf einer Bierwerbung oder auf einer Fleischwerbung? Das ist alles ein Mittel, um dieses Produkt zu verkaufen. Oder es wird die gleiche Aufgabenverteilung unter dem Deckmantel gleicher Rechte oder unter dem Deckmantel Frauenrechte versucht zu verkaufen. Was natürlich nicht bedeutet, dass Frauen teilweise ihre Rechte nicht bekommen. Das soll nicht damit bestritten werden. Aber es geht ja darum, was eigentlich hinter der Aussage steckt, die manche Leute sagen. Aber es soll hier nicht nur um die Frauen gehen, auch wenn die Frauen, natürlich wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie sind wie
sie sind in der Obhut ihrer Ehemänner wie Gefangene. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns angehalten, mit ihnen gut umzugehen. Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie berichtet über die vorislamische Zeit, auf Arabisch die Zeit der Unwissenheit, Al-Jahiliyyah. Und sie berichtet uns in einer Überlieferung, wie man damals geheiratet hat. Sie sagt, damals in der vorislamischen Zeit gab es vier Arten, wie die Leute zusammen geheiratet haben. Die erste Art, sie sagt, zu ihnen gehörte die heutige Form. Ein Mann hält bei einem anderen Mann um die Hand derjenigen Frau an, deren Vormundschaft er besitzt. Das ist die erste Art. Heutzutage, man geht zu dem Vater der zukünftigen Frau und hält um ihre Hand. Das ist der Regelfall. Die zweite Art, sie sagt, eine weitere Form war, der Mann sagt zu seiner zukünftigen Frau, sobald sie von ihrer Periode rein geworden ist, schick nach der Person so und so und versuche von ihm schwanger zu werden. Und die Person so und so, gemeint ist hier eine Person, die aus den oberen Gesellschaftsschichten stammt. Schick nach der Person so und so und versuche von ihm schwanger zu werden. Ihr zukünftiger Ehemann hält sich von ihr fern und berührt sie überhaupt nicht, bis sie durch den anderen Mann, von dem sie versucht hat, schwanger zu werden, bis diese Schwangerschaft offensichtlich geworden ist. Wenn die Schwangerschaft offensichtlich geworden ist, ging er zu ihr ein, wenn er wollte. Er machte dies, weil er edle Kinder haben wollte. Diese Art von Heirat wurde Nikah Istibda' genannt. Die dritte Form. Eine Gruppe von Männern, weniger als 10, versammelten sich und gingen alle zu einer Frau ein. Ich brauche nicht interpretieren, was bedeutet eingehen. Ne? Wenn sie schwanger geworden ist, ihr Kind geboren hat und ein paar Tage nach der Geburt vergangen sind, schickte sie nach ihnen, nach den 10 Leuten, sodass sie sich um ihr versammelten. Niemand konnte sich weigern. Dann sagte sie zu ihnen, ihr wisst ja, was ihr gemacht habt, und ich habe das Kind geboren. Es ist dein Kind, o so und so. Und sie nannte dann eben denjenigen von den Männern, wen sie wollte. Und dann wurde ihnen dieses Kind zugeschrieben und dann galten sie als Mann und Frau. Und die vierte und letzte Form der Ehe war, viele Menschen versammelten sich und gingen zur Frau ein. Sie verweigerte sich niemandem, der zu ihr kam. Dies waren die Huren. Sie stellten eine Flagge vor ihre Türen auf. Sie war ein Zeichen für diejenigen, die zu ihr eingehen wollten. Wenn sie schwanger geworden war und ihr Kind geboren hatte, wurde sie für sie versammelt. Wurden sie für sie versammelt und die Qafah wurden für sie hinzugerufen. Die Qafah sind diejenigen Experten, die anhand der äußerlichen Merkmale von zwei Menschen erkennen können, wem, ob sie verwandt sind miteinander oder ob sie nicht miteinander verwandt sind. Und das ist eine Angelegenheit, die auch im islamischen Recht in bestimmten Situationen eine Rolle spielt. Diese Qafah, diese Experten, sie schrieben ihr Kind dann demjenigen zu, von dem sie der Meinung waren, er sei der Vater. Er nahm ihn dann zu sich, dieses Kind wurde dann als sein Sohn bezeichnet und der Mann weigerte sich nicht. Und das heißt, sie haben dann so geheiratet. Dann sagt Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als Allah dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt hat, hat er alle Formen der Heirat der vorislamischen Zeit abgeschafft, bis auf die heutige Heirat im Islam. Insofern genießen wir heutzutage eine Sache, die, oder wir sind hineingeboren worden in einen Zustand, wie man heiratet islamisch, Gott sei Dank, und wir kannten den alten Zustand nicht. Der Zustand, liebe Geschwister, in dem manche Leute nicht einmal wussten, wer ihr eigener Vater ist. Und deswegen manche Namen, auch unter den damaligen Arabern zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, waren nicht ihre richtigen Namen. Waren nicht die richtigen Namen, weil sie wussten gar nicht, wer ihr eigener Vater war. Eine weitere Angelegenheit der vorislamischen Zeit war, dass man unbegrenzt geheiratet hat. Das heißt, ein Mann durfte so viele Frauen haben, wie er möchte. Und deswegen heißt es in einer Überlieferung, und diese Überlieferung wird überliefert von Abdullah ibn Umar, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er sagte, dass Ghailan ibn Salama den Islam angenommen hat.
Und er hatte zu diesem Zeitpunkt 10 Ehefrauen, noch aus der vorislamischen Zeit. Und sie alle haben mit ihm zusammen den Islam angenommen. Daraufhin hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet, von diesen 10 genau 4 maximal auszuwählen. Das heißt, von anderen musste er sich trennen. Das heißt also, der Islam hat nicht, wie viele Leute denken, es erlaubt, dass man von 1 auf 4 heiraten darf, sondern er hat die Zahl umgekehrt eingeschränkt von unendlich auf maximal 4, weil ein Mensch muss natürlich auch bestimmte Bedingungen erfüllen können, und wenn es mehr als 4 sind, dann wird er in der Regel, wenn er kein Ausnahmefall ist wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nicht imstande sein, die Gerechtigkeit walten zu lassen. Das Thema Scheidung, weil wir schon bei der Heirat sind, die Ehemänner, sie hatten in der vorislamischen Zeit das Recht, sich so oft scheiden zu lassen, wie sie wollten. Und sie hatten sogar noch etwas Schlimmeres, die Möglichkeit. Sie hatten die Möglichkeit zu sagen, meine Ehefrau ist ab jetzt für mich wie meine Mutter. Und das nennt man im Arabischen, im Islam nennt man Dhihar, und das ist eine sehr schlimme Angelegenheit, die Sache ist haram. Aber das bedeutet tatsächlich, dass er sich seine eigene Ehefrau verbietet. Und in diesem Moment ist die Frau, auf Arabisch sagt man Mu'allaqa, das heißt, sie ist wie wenn man sie irgendwo hängen würde, also ich meine nicht hängen im Sinne von, sondern sie kann sich nicht mehr bewegen, sie weiß nicht, was sie machen soll. Sie ist weder verheiratet, noch ist sie eine Frau, die nicht verheiratet ist, sodass sie einen anderen Mann heiraten kann. Und so konnte der Mann mit ihr spielen. Und das ist eine Sache, die manche Männer heutzutage noch haben, und ist eine Eigenschaft aus der vorislamischen Zeit. Sie drohen ihrer Frau mit der Scheidung, wenn sie irgendwas macht. Und drohen. Jedes Mal, wenn die Frau irgendwas macht, drohen sie ihr. Weil der Mann hat ja die Scheidung in seiner Hand. Den Talaq zumindest. Und damals hat man dann auch die Scheidung ausgesprochen. Und jedes Mal, wenn er wollte, nach Lust und Laune, hat er sie einfach dann, bevor ihre Wartezeit zu Ende war, einfach wieder zurückgenommen. Dann war sie wieder seine Ehefrau. Und der Islam kam und hat dann diese Sache wieder begrenzt auf 2 widerrufliche Scheidungen. Beim dritten Mal hast du keine Möglichkeit mehr, sie so ohne weiteres wieder zurückzunehmen. Wenn wir schon bei Scheidung sind, dann die größere Stufe ist vielleicht, dass jemand stirbt. Zainab, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie sagte, über die Trauerzeit, die eine Zeit, wir wissen im Islam ist so, dass wenn jemand gestorben ist, darf man um ihn trauern. Und für gewöhnliche Menschen, das heißt also gemeint ist, Ausnahmefall ist, für alle Fälle, außer wenn es um die Ehefrau geht, deren Ehemann gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Zeit von 3 Tagen festgelegt. Mehr als 3 Tage soll ein Mensch nicht um einen anderen trauern, in dem Sinne, dass er nicht mehr zu seinem Alltag zurückkehrt. Aber in Bezug auf die Ehefrau, wenn ihr Ehemann gestorben ist, so sagt Allah im Koran al-Karim, dass es 4 Monate und 10 Tage sind. Zainab sagt, radiallahu anha, wie es damals war, wenn der Ehemann einer Frau verstarb, betrat sie eine heruntergekommene Hütte und zog ihre schlechtesten Kleider an. Sie berührte in dieser Zeit weder Parfüm noch sonst was, bis das Jahr vorbei war. Das war also ein ganzes Jahr. Das erinnert mich ein bisschen an Ludwig XIV. In Frankreich, in der Zeit des Absolutismus. Dort hat man sich auch nicht gewaschen, hat man einfach sich immer wieder parfümiert. Dann brachte man ihr einen Esel, ein Schaf oder einen Vogel, an dem sie sich abrieb, um sich ein bisschen sauber zu machen. Selten war es so, dass sie sich an einem Tier reinigte und dieses überlebte. Dann gab man ihr Kamelkot, den sie vor sich hin warf. Danach verwendete sie wieder Parfüm oder anderes. Also nach diesem einen ganzen Jahr. Wenn wir auf das Erbrecht schauen, im Erbrecht wurden viele Leute ungerecht behandelt. Aber natürlich besonders die Frau. In der vorislamischen Zeit erbte die Frau gar nichts. Vielmehr wurde sie mitvererbt. Sie wurde mitvererbt. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mann gestorben ist,
Ja, wohl. Freuen uns über Emotionen. Spannung macht. Es war sogar so, dass zum Beispiel der Mann, wenn er gestorben ist, er hat Kinder gehabt, die ihn geerbt haben und auch Onkel, Brüder gehabt, die ihn geerbt haben. Wer hat das? Die Onkel haben sogar sie mitgeerbt. Das heißt, die Erben des Mannes, sie hatten ab jetzt das Heiratsrecht. Sie hatten das Recht zu bestimmen, wenn sie heiraten wollten, durften sie heiraten gegen ihren Willen. Und wenn sie wollten, durften sie auch verheiraten, an wen auch immer sie wollten. Ibn Abbas berichtet uns, der Hadith in Sahih Bukhari, Ibn Abbas ist ein Cousin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wenn ein Mann starb, hatten seine Angehörigen das Erstrecht, seine Frau zu heiraten. Wenn jemand von ihnen wollte, heiratete er sie. Man durfte sie auch verheiraten. Und wenn man wollte, verheiratete man sie auch gar nicht. Sie standen ihr näher als ihre eigene Familie. Also normalerweise, wo geht sie hin, wenn sie noch einen Vater hat? Sie müssen aber zurück zu ihrem Vater gehen. Aber sie bleibt bei der Familie des Ehemannes. Daraufhin ist dieser Vers herabgesandt worden. O, die ihr glaubt, es ist euch nicht erlaubt, Frauen wider ihren Willen zu erben. Und ebenso hat Allah in der gleichen Sura, das ist Sura Nummer 4, Sura Nisa, das Erbrecht festgesetzt. Und jedem, berechtigten Teil zugeschrieben. Allah sagte, sinngemäß übersetzt, den Männern steht ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, und den Frauen steht auch ein Anteil von dem zu, was die Eltern und nächsten Verwandten hinterlassen, sei es wenig oder viel, ein festgesetzter Anteil. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache selbst bestimmt, sodass kein Mensch sich einmischt. Und das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich diese Ayah am Anfang vorgelesen hatte. Es waren insgesamt ziemlich genau zwei Ayat. Das heißt also, die erste Ayah war die längste Ayah im gesamten Koran Karim. Und diese längste Ayah ging, wie wir gehört haben, über Schulden. Jemand hat ein Darlehen genommen und dieses sollte man aufschreiben. Weil an diesen Regelungen, liebe Geschwister, erkennen wir die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung. Wenn wir gefragt werden, warum der Islam und warum ist der Islam was Besonderes, und viele Leute sagen, der Islam ist eine vollkommene Religion und sie ist zu jedem Ort, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort anwendbar. Die Antwort stimmt oder die Aussage stimmt, aber die Frage ist, wenn du danach gefragt wirst, was für Belege du dafür hast, dann sollst du natürlich irgendwas parat haben. Und die Tatsache, dass Allah durch den Islam nicht nur Regeln uns gegeben hat, wie wir ihn anzubeten haben, sondern auch unser Zusammenleben bestimmt hat, weist eben auf die Vollkommenheit der islamischen Gesetzgebung hin. Und wenn wir verinnerlichen zum Beispiel die Psalmen, die der Prophet David bekommen hat, in den Psalmen, die Prophet David bekommen hat, war keine Gesetzgebung. Das waren Loblieder. Das waren Loblieder. Das heißt, es waren Verse, durch die man seinen Herrn gelobt hat. Aber es war keine Gesetzgebung, vergleichbar mit der Tora oder mit dem Koran al-Karim. Und natürlich, wenn der Islam, weil wir gerade bei dieser Sache mit Erbrecht sind, ein kleiner Hinweis dazu, ich kann vielleicht später dazu noch ein bisschen mehr sagen, aber wenn der Islam, und das ist ja einer der Vorwürfe, die in Islam gemacht werden, wirklich die Frau benachteiligt hätte in Bezug auf das Erbrecht, dann hätte der Islam ganz einfach die Regelungen aus der vorislamischen Zeit beibehalten können und einfach nichts daran geändert. Weil die Situation war ja schon so und es war so akzeptiert, hätte man einfach sagen können, es bleibt so, wie es ist. Aber die Tatsache, dass der Islam kam und die Sache verändert hat, weist darauf hin, dass der Islam eine Religion ist von einem Allweisen, der jedem genau das zuschreibt, was ihm auch wirklich zusteht. Eine der wichtigsten Angelegenheiten, die wir nicht vergessen dürfen, wenn wir sprechen über die Situation der Menschen vorher und nachher, ist der falsche Glaube. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Sollte man entweder am Anfang erwähnen oder am Ende. Ich mache es jetzt aus einem bestimmten Grund mittendrin. Der falsche Glaube ist eine Angelegenheit,
die große Konsequenzen haben kann, nicht nur für das Leben nach dem Tod, sondern auch natürlich für das Leben jetzt, in dem wir uns befinden. Der falsche Glaube kann sogar zum Mord führen, was Allah im Koran uns erzählt hat. Es geht hier darum, dass ein Mensch, ein Muslim, glaubt daran, dass die Versorgung in den Händen Gottes ist. Ein Muslim glaubt daran, dass alles, so wie es geschieht, von Gott so gewollt ist. Und deswegen ergibt er sich auch seinem Schicksal. Und er ist damit zufrieden, wenn Allah etwas bestimmt hat für ihn, auch wenn er es gerne anders gehabt hätte. Und dazu gehört, dass wir glauben, dass die Versorgung eines jeden einzelnen Menschen nicht weder in deiner eigenen Hand ist, noch in der Hand deines deines Arbeitgebers, sondern das ist in der Hand Allahs ganz alleine. Damals die Menschen haben das anders gesehen und viele Menschen heutzutage sehen das anders. Und sie haben die große Anzahl von Kindern in Verbindung gebracht mit Armut. Und diese Kausalität stimmt natürlich überhaupt nicht. Aber es war ein Grund für Mord. Es war ein Grund für Mord. Und so, deswegen hat auch Allah im Koran die folgende Ayah herabgesandt. Er sagte, und tötet nicht eure Kinder aus Furcht vor Verarmung. Wir versorgen sie. Und auch euch. Gewiss, sie zu töten, ist ein großes Vergehen. Auch Aberglaube gab es. Aberglaube, wie zum Beispiel auf Arabisch eine Art des Aberglaubens, ist Tatayur. Tatayur bedeutet, dass man eine Entscheidung treffen möchte. Zum Beispiel, man will auf die Reise gehen. Also das ist ein, und man weiß nicht, soll man den rechten Weg nehmen oder den linken Weg nehmen, der Wüste zum Beispiel. Was hat man gemacht? Man hat einfach einen Vogel genommen und den Vogel fliegen lassen. Und wenn er nach rechts gesagt hat, ist man rechts gegangen oder nach links geflogen, ist man nach links gegangen. Oder beziehungsweise, wenn man nicht wusste, ob man überhaupt eine Sache annehmen soll, hat man den Vogel fliegen lassen. Wenn nach rechts ist, hat man die Sache gemacht und nach links dann eben nicht. Oder man hat böse Omen gesehen in Puma oder in Raben und ähnliches. Und auch heutzutage gibt es sowas, dass die Leute eine schwarze Katze sehen oder sie glauben, dass Scherben Glück bringt, also genau umgekehrt. Oder dass manche Leute nicht im Monat Shawwal heiraten wollen und so weiter. Shawwal ist der Monat nach Ramadan. Auch Kriege waren eine Weisheit oder Kriege waren eine Sache, die der Islam durch seine Weisheit eingedämmt hat. Und Konflikte unter Stämmen waren eine Sache, die gang und gäbe war. Zwei Beispiele dafür. Es gab einen Konflikt, einen Krieg, der hieß Harb al-Basus, der 30 Jahre lang ging. 30 Jahre lang ging es, ein 30-jährigen Krieg. Aber 30 Jahre, warum? Weil eine Kamelstute das Ei eines Vogels eines anderen Menschen drauf getreten ist, kaputt gemacht hat. Und einem anderen Ereignis, ein Krieg ging 40 Jahre lang. Warum? Weil ein Pferd ein anderes Pferd beim Pferderennen besiegt hat. Und solche Lappalien waren Anlass, dass Menschen getötet worden sind, Männer getötet worden sind, Frauen und Kinder gefangen genommen worden sind. Sittenlosigkeit gab es auch. Sittenlosigkeit zum Beispiel, wir alle kennen die heilige Kaaba in Mekka. Es war unter den Qurayshiten, das ist der Stamm, der dort regiert hat. Und den Qurayshiten war es so, sie haben niemandem erlaubt, in seinen eigenen Kleidern das Haus Gottes zu umkreisen. Sie haben gesagt, warum haben sie gesagt, weil Kleider, in denen du gesündigt hast, darfst du nicht Gott anbeten und diesen Tawaf machen, diese Umkreisung. Und sie haben gesagt, entweder du kaufst Kleider von uns, die waren natürlich Händler, ja, entweder du kaufst Kleider von uns oder du umkreist das Haus nackt ohne Kleider. Aber nicht alles hat sich verändert. Es gibt auch Dinge, die der Islam für gut geheißen hat. Das sind natürlich sehr viele, ich kann nicht alle aufzählen, aber ich werde ein paar davon erwähnen. Aber interessant ist auch, wenn manche Dinge grundsätzlich in Ordnung waren, aber nur korrigiert werden mussten, dann hat der Islam sie einfach korrigiert. Ich gebe ein Beispiel, ich habe ein paar Beispiele schon dafür genannt, aber ich möchte auch das Folgende erwähnen. Und zwar, bevor ich diesen Hadith vorlese, muss ich eine Sache kurz erklären. Und zwar, wenn jemand damals
eine furchteinflößende Nachricht an seine Leute bringen musste. Es geht aber hier um Leben und Tod. Also es ist wirklich ein absoluter Notfall und er möchte alle Leute aus dem Tiefschlaf wecken, weil zum Beispiel die Armee gleich stürmen wird. Jemand hat aus seinem Posten gesehen, dass die Armee schon gleich in die Stadt eindringen wird. Er rennt zu seinen zu den Dorfbewohnern und möchte sie jetzt warnen. Wie warnt er sie? Mit Worten. Aber es gab auch eine Sache, was diese Person gemacht hat. Sie hat sich vollkommen entkleidet. Sie hat sich vollkommen entkleidet. Damit man wusste, oh, da ist irgendwas nicht normal. Und er meint es auch wirklich ernst. Und das nennt man auf Arabisch Al-Nadir Al-Uryan. Das heißt, der nackte Warner. Der nackte Warner. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Ausdruck in einem Hadith erwähnt. Und ich möchte ihn jetzt vorlesen. Jetzt verstehen wir wenigstens, was mit dem nackten Warner gemeint ist. Er sagte in einem Hadith, der von Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu überliefert wird, mein Gleichnis das Gleichnis, das Allah subhanahu wa ta'ala mich zu den Menschen gesandt hat, ist wie folgt zu verstehen. Es ist vergleichbar mit einem Mann, der zu seinem Volk geht und zu ihnen sagt, ich habe die Armee gesehen. Ich habe die Armee mit meinen eigenen beiden Augen gesehen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin dieser nackte Warner. Ich bin dieser nackte Warner. Errettet euch, errettet euch. Daraufhin hat eine Gruppe unter den Dorfbewohnern dem nackten Warner Folge geleistet. Sie sind dann bei Nacht langsam losgezogen. Und die andere Gruppe, sie haben ihn der Lüge bezichtigt, haben ihm nicht gehorcht und am Morgen ist die Armee eingedrungen und hat sie vollkommen vernichtet. Der Hadith bei Bukhari und bei Muslim. Was lernen wir daraus? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Ausdruck verwendet, aber er hat die Wirklichkeit, die dahinter steckt, verändert. Das heißt, den Ausdruck, den kann man verwenden. Wo ist das Problem? Das war ein Ausdruck, der gang und gäbe ist. Aber die Sache, die dahinter steckt, das kann er nicht machen, weil das im Widerspruch steht zu der islamischen Gesetzgebung. Andere Dinge, nur damit wir schnell erwähnt haben, wie zum Beispiel Blutgeld oder Bündnisse für gute Zwecke, wie Hilfe für Dul, was ich vorhin erwähnt habe, oder das Heiraten, oder die Hajj, oder die Umrah, oder andere Charakterzüge und Tugenden wie Ehrlichkeit, Gastfreundlichkeit und anderes, all das hat der Islam bestätigt und verbessert. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wurde im Wesentlichen entsandt, um die besten Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Nachdem der Islam gekommen ist, wie hat der Islam die Würde der Menschen gesichert? Und ganz besonders auch die Würde der Frau, über die wir im Vorfeld gehört haben. Es war eine einzige Ayah, die Allah herabgesandt hat. Denn die Herzen waren gläubig. Und wenn die gläubigen Herzen eine Ayah von Allah hören, dann ist es für sie ein leichtes, diese umzusetzen, diese aufzunehmen. Allah sagte nur, o ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Die Frau brauchte also weder ihre Menschlichkeit zu beweisen, noch brauchte sie beweisen, dass sie eine Seele hat, wie es in manchen Gemeinschaften der Fall war. Und wir haben zahlreiche Verse im Koran Karim, dass grundsätzlich die Regelungen auf Männer und Frauen zutreffen. Sogar wurde einmal der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt über eine bestimmte Angelegenheit. Und daraufhin eine Frau heißt Sulaim. Sie wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragen, aber sie hat sich selbst nicht getraut, das war, weil es eine intime Frage gewesen ist. Sie hat natürlich ihre Aisha damit beauftragt. Und die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam war, die Frauen sind die Vollgeschwister der Männer. Oder die Vollschwestern der Männer. Die Frauen sind die Vollschwestern der Männer. Innama al-Rijalu, innama al-Nisa'u, shaqa'iqu al-Rijal. Und daraus haben die Gelehrten des Fiqh entnommen, dass grundsätzlich, solange es keinen Beweis gibt, die Regelungen sowohl für Frauen als auch für Männer gelten.
Ich versuche an dieser Stelle ein bisschen Sachen auszulassen, was den Familienzusammenhalt angeht. Es gibt auch die Angelegenheit mit dem Wirtschaftssystem. Das Wirtschaftssystem, der Islam hat die Zinsen abgeschaffen. Die Zinsen, die zu Wirtschaftskatastrophen geführt haben. Der Islam, ganz wichtig bei der Sache mit der Wirtschaft, und das habe ich auch versucht mit dieser Ayah rüberzubringen, der Islam hat die materielle Welt nicht getrennt vom guten Charakter, sondern genauso wie du Muslim bist in deiner Moschee, musst du auch Muslim sein, wenn du kaufst und verkaufst und Verträge eingehst, ob das Heiratsverträge sind oder Mietverträge sind oder was auch immer welche Verträge es sind. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, la yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Das heißt, die einen sollen den anderen beim Kauf nicht zuvorkommen. Das bedeutet, angenommen, du bist in einem Geschäft und jemand möchte etwas kaufen. Und der Käufer ist schon geneigt, diese Ware zu kaufen. Und sie haben sich auf den Preis geeinigt. Und sie haben zum Beispiel gesagt, ja, ich kaufe dieses Buch für 10 Euro. Und der Verkäufer hat gesagt, ja, ich verkaufe es dir für 10. In diesem Moment im Islam gilt dieser Vertrag als abgeschlossen. Das heißt, er gilt. Aber er ist noch nicht bindend. Bindend ist er erst, wenn sie die Situation verlassen, in der sie gewesen sind. Und wenn jetzt in dieser Situation ein anderer kommt und sagt, hör mal zu, das Buch für 10 Euro, ich kann es dir anbieten für 8. Oder ich kenne jemanden, der es billiger verkauft. Das hat der Prophet ﷺ verboten und das ist haram. Und er sagte, niemand darf seinem Bruder oder einem anderen beim Kauf zuvorkommen. Das ist, was damit unter anderem gemeint ist. Auch sagte der Prophet ﷺ, drückt die Preise nicht gegenseitig in die Höhe. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei Versteigerungen ist, darf man nicht den Preis in die Höhe drücken, weil man zum Beispiel mit dem Verkäufer ausgemacht hat, er möchte das für mindestens so und so verkaufen, dann bietet man mit, obwohl man die Ware eigentlich gar nicht haben möchte. Wenn man sie am Ende doch bekommen hat, dann gibt man sie einfach seinem Verkäufer und die Sache ist erledigt. Das hat der Prophet außerdem verboten. Das heißt, auch dieser Aspekt ist mit berücksichtigt worden. Alle Verträge allgemein, die Unrecht beinhalten, Unklarheiten beinhalten, hat der Prophet außerdem verboten. Und das ist alles nichts anderes als das, was man heutzutage als Verbraucherschutz bezeichnet. Aber keine neue Angelegenheit, sondern eine altbekannte Angelegenheit. Zusammengefasst möchte ich nun zwei Begebenheiten erwähnen. Und das ist auch schon also das Ende sozusagen des Vortrags. Aber diese Begebenheiten sind ein bisschen länger. Also macht euch keine Sorgen, nicht in einer Minute oder so. Diese zwei Begebenheiten, ich würde gerne, wenn ihr nichts dagegen habt, dass wir an dieser Stelle eine dreiminütige Pause machen, damit wir die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen erwecken. Und dann, inshallah ta'ala, mache ich noch so ungefähr 10 Minuten, wenn es recht ist. Und dann bin ich ungefähr, inshallah ta'ala, fertig. Barakallah. Dann machen wir weiter, inshallah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Also ich habe gerade geschaut, es sind genau 43 Minuten bis jetzt. Er hat gesagt, zwischen Dreiviertelstunde und 60 Minuten, also alhamdulillah, habe ich noch ein bisschen Spielraum. Es gibt zwei Begebenheiten in der islamischen Geschichte, die, wo ich denke, eigentlich alles zusammenfassen. Das heißt, zwei Begebenheiten, in der einen hat ein Nicht-Muslim gesprochen, als er über den Islam gefragt worden ist, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Begebenheit wurde ein Muslim direkt gefragt. Was hat, also sinngemäß, was hat der Islam eigentlich Neues gebracht? Was war anders? Warum habt ihr den Islam überhaupt angenommen? Und ich denke, diese Sachen fassen das zusammen. Die erste Begebenheit ist die Begebenheit von Abu Sufyan, radiallahu anhu, sagen wir heutzutage, zu dem damaligen Zeitpunkt war er noch kein Muslim. Als er mit dem oströmischen Kaiser Heraklius zusammentraf. Denn Heraklius hat einen Brief erhalten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Abu Sufyan, der war ein Adliger aus Mekka. Und der, wie gesagt, er war noch ein Polytheist und er war gegen den Islam. Und er wurde dann als Heraklius den Brief bekommen hat, und ich sehe, hier sind viele Briefe aufgehängt, vielleicht sogar einer von dem von ihm. Er hat dann gefragt, wo ist irgendjemand zur Zeit unter uns, in Großsyrien war das, irgendjemand unter uns, der den Propheten Muhammad kennt, der behauptet, er sei ein Prophet, dass wir ihn näher fragen können.
Und sie haben eben auf Abu Sufyan gezeigt und seine Leute, seine Geschäftsleute, die dort unterwegs waren. Er spricht selbst und sagt, daraufhin wurde ich mit einigen Leuten aus dem Stamm Quraysh gerufen. Anschließend traten wir bei Heraklius ein. Er ließ uns vor ihm sitzen und sagte zu uns, wer von euch steht in der verwandtschaftlichen Linie diesem Mann am nächsten, der behauptet, er sei ein Prophet? Ich sagte, ich. Da ließen sie mich vor ihm sitzen und meine Begleiter hinter mir. Also Heraklius, vor ihm saß der Abu Sufyan und hinter seinem Rücken waren seine Begleiter. Und natürlich Heraklius hat das gemacht, warum? Damit, sobald Abu Sufyan irgendetwas falsch sagt, kann er das in den Gesichtern seiner Geschäftsleute sehen. Er ließ seinen Dolmetscher zu sich kommen und sagte zu ihnen, sag ihnen, dass ich ihm ein paar Fragen über diesen Mann stellen will, der behauptet, er sei ein Prophet. Wenn er mir die Wahrheit nicht sagt, so handelt es sich um eine Lüge. Ich schwöre bei Allah, Abu Sufyan sagt, ich schwöre bei Allah, würden die Menschen die Ehrlichkeit Muhammads kennen, würden die Menschen, die Ehrlichkeit Muhammads kennen, sallallahu alaihi wasallam, mich der Lüge nicht bezichtigen, so hätte ich bestimmt gelogen. Und das ist, was ich vorhin meinte, auch damals gab es Ideale. Heraklius sagte zu seinem Dolmetscher, frag ihn, wie ist seine Abstammung unter euch? Er sagte, er, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ist unter uns von edler Abstammung. Er fragte, war einer seiner Vorväter ein König? Ich sagte, nein. Er fragte, habt ihr ihn der Lüge bezichtigt, bevor er das sagte, was er verkündet hat? Ich sagte, nein. Heraklius sagte, folgt ihm die Elite der Menschen oder folgen ihm die Schwachen? Ich sagte, ihm folgen die Schwachen. Also gemeint ist besonders die Schwachen. Er sagte, nimmt deren Zahl zu oder ab? Er sagte, vielmehr nimmt sie ständig zu. Heraklius sagte, trat einer von ihnen von seinem Glauben zurück, nachdem er diesen angenommen hatte, aufgrund der Unzufriedenheit mit ihm? Ich sagte, nein. Heraklius fragte, habt ihr ihn bekämpft? Ich sagte, ja. Er sagte, wie war euer Kampf? Wie ist er ausgegangen? Er sagte, der Kampferfolg war wechselhaft. Wir gewannen eine Runde und die andere gewann er. Heraklius sagte, bricht er seine Abmachung mit euch? Ich sagte, nein. Aber wir wissen nicht, was er zurzeit macht. Aber Sufyan sagt, ich schwöre bei Allah, also nicht jetzt zu Heraklius, sondern zu denjenigen, denen er es erzählt hat, nachdem er Muslim geworden ist. Indem sagt Heraklius, ich schwöre bei Allah, dass ich kein Wort mehr zufügen konnte als dieses. Er wollte also irgendwie Heraklius zum Zweifeln bringen. Ich weiß nicht, aber was er jetzt zurzeit macht, weiß ich nicht. Könnte sein, er bricht seinen Vertrag, aber ich kann das nicht sagen. Daraufhin sagt Heraklius, hat jemand vor ihm eine solche Behauptung gemacht? Ich sagte nein. Danach wandte sich Heraklius seinem Dolmetscher zu und sagte, sag ihm, ich habe dich über seine Abstammung unter euch gefragt und du gabst an, dass er unter euch von edler Abstammung ist. Genauso sind die Gesandten. Diese werden gewöhnlich aus den Edlen ihrer Völker auserwählt. Ich fragte dich auch, ob es unter ihnen Vorväter, unter seinen Vorvätern einen König gab und du hast dies verneint. Wäre unter seinen Vorvätern ein König gewesen, so würde ich annehmen, dass er ein Mann wäre, der für die Rückgewinnung des Königreiches seiner Vorväter kämpfen wollte. Ich fragte dich nach seinen Anhängern, ob sie die Elite oder die Schwachen sind, und du sagtest, dass ihnen die Schwachen folgen. Diese sind doch stets die Anhänger der Gesandten. Ich fragte dich, ob er ihn der Lüge bezichtigt hat, bevor er sagte, was er behauptete, und du hast dies verneint. Ich hielt es nicht für möglich, dass er die Lüge vor den Menschen unterlässt und eine Lüge gegen Allah erdichtet. Ich fragte dich, ob jemand von seinen Anhängern aus seinem Glauben zurücktrat, nachdem er diesen angenommen hatte, weil er mit ihm nicht zufrieden war, und du hast dies auch verneint. Dies ist doch üblich für den Glauben, wenn er sich mit der Herzensfreude eines Menschen einnistet. Ich fragte dich, ob die Zahl seiner Anhänger zunimmt oder abnimmt, und du gabst an, dass diese zunimmt. Dies ist doch der Fall mit dem Glauben, denn dieser nimmt ständig zu, bis er sein Ziel erreicht hat.
Ich fragte dich ferner, ob ihr ihn bekämpft habt, und du gabst an, dass der Kampf zwischen euch wechselhaft ist. Einmal gewinnt ihr, einmal gewinnt er. Dies ist genau der Fall mit den Gesandten. Sie werden zunächst geprüft, das gute Ende aber ist ihnen beschert. Ich fragte dich, ob er seine Abmachung mit euch bricht, und du gabst an, dass er dies nicht tue. Es ist genauso mit den Gesandten, sie brechen ihre Abmachungen nicht. Ich fragte dich zu guter Letzt, ob jemand vor ihm eine solche Behauptung machte, und du hast dies verneint. Ich sagte zu mir, hätte es vor ihm einen gegeben, der so etwas behauptet hat, so hätte ich angenommen, dass er es ihm nachmacht. Danach, und die Fragen, die Heraklius dem Abu Sufyan gestellt hat, weisen darauf hin, dass er tiefgründiges Wissen besitzt über die Angelegenheit der Propheten, über das wir gleich ein bisschen eingehen werden. Aber nachdem er diese Fragen gestellt hat, stellt er ihm die entscheidende Frage, die uns wichtig ist: Was befiehlt er euch? Und das ist sozusagen die Zusammenfassung eines zeitgenössischen Nichtmuslims. Er sagt erstens, er befiehlt uns, dass wir das Gebet verrichten. Zweitens, und natürlich das Gebet verrichten, das impliziert die gesamte monotheistische islamische Botschaft. Zweitens, die Zakat entrichten, der Umgang mit anderen. Drittens, die Verwandtschaftsbande pflegen, wie zum Beispiel den Kontakt zu den Eltern. Viertens, dass wir keusch sind, das heißt keine Unzucht treiben, sondern einen guten Charakter haben und Anstand haben. Heraklius sagte, wenn das, was du über ihn sagtest, die Wahrheit ist, so ist er ein Prophet. Ich wusste schon zuvor, dass noch ein Prophet kommt, nahm aber nicht an, dass er von eurer Seite hervorgeht. Warum wusste Heraklius, dass noch ein Gesandter nach Jesus kommen wird? Denn er war ein Christ. Ganz einfach, weil im Johannesevangelium, im Kapitel 1, 19 bis 21, wird der Prophet Johannes, übrigens auf Arabisch, Johannes Yahya, er wird danach gefragt. Johannes wird gefragt, es heißt, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Johannes, wer bist du eigentlich? Bekannte er und leugnete nicht. Er bekannte. Er sagte, ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn, was bist du dann? Bist du Elia? Er sagte, ich bin es nicht. Sie sagten, bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Und Jesus und Johannes, Gottes Frieden sei auf ihnen beiden, sie waren Zeitgenossen. Und deswegen hat Johannes von einem Propheten nach Jesus gesprochen. Und der Einzige, der in Frage kommt, ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Geschichte geht natürlich noch viel länger weiter, aber ich möchte übergehen zu der letzten Erzählung. Und zwar, das ist die Geschichte mit dem Negus. Negus auf Arabisch Najashi, er war der König von Abyssinien. Und Abyssinien ist das heutige Eritrea und Äthiopien. Die Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Salama, sie berichtet uns und sagt, denn sie war nämlich ausgewandert. Es gab ja zwei berühmte Auswanderungen, die eine nach Abyssinien und die zweite nach Medina. Salama, sie war noch nicht Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie ist nach Abyssinien gegangen. In der Zwischenzeit ist ihr Ehemann gestorben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie geheiratet, als er in Medina war und sie in Abyssinien war, denn er hat damit den Negus beauftragt. Sie sagte, als wir in Abyssinien ankamen, hatten wir den besten Nachbarn, nämlich den Negus, also der König. Wir waren mit unserer Religion in Sicherheit. Wir beteten Allah an und keiner tat uns etwas an. Nicht einmal ließ man uns etwas hören, das uns kränkte. Als die Quraysh davon erfuhren, schmiedeten sie einen Plan und schickten zwei Männer zum Negus und beschenkten ihn mit viel Waren aus Makka, Bestechungsgeld. Denn sie wollten diese Muslime, die da ausgewandert waren, ausgeliefert bekommen. Er mochte von allem Leder am liebsten und so schenkte man ihm viel davon. Sie gaben jedem Heerführer etwas geschenkt. Sie sollten jedem etwas schenken, noch bevor sie den Negus wegen ihrer Sache ansprechen. Und noch bevor sie die Auslieferung erbitteten oder baten.
Sie sagten dann zu jedem Heerführer, ins Land eures Königs sind schwachsinnige Burschen, die die Religion ihres Volkes verlassen, gekommen und die ihre Religion nicht und die eure Religion nicht angenommen haben. Also weder haben sie ihre Religion behalten, noch haben sie eure genommen, o ihr Christen. Sie sind mit einer neu erfundenen Religion gekommen, die weder wir noch ihr kennt. Sie vereinbarteten mit den Heerführern, ihnen zuzustimmen, wenn der Negus sie um Rat fragt. Wir haben von vornherein gesagt, wenn der Negus euch um Rat fragt über die Angelegenheit der Auslieferung, stimmt ihnen bitte zu. Und sie waren damit einverstanden, weil sie bestochen worden sind. Sie sprachen mit dem Negus und die Leute um ihn herum stimmten sofort zu und forderten ihre Auslieferung. Der Negus wurde zornig, weil sie seine Gäste waren. Er schickte nach ihnen. Die Muslime fragten sich gegenseitig. Die Muslime in diesem Moment haben Angst bekommen. Weil was sollen sie dem Negus sagen? Wenn sie dem Negus sagen, dass sie den Islam haben und dass seine Religion eine falsche Religion ist, dann kann es sein, dass er genauso zornig wird, wie er mit den Mekkanern zornig geworden ist. Sie sagten, was sagt ihr ihm, wenn er euch fragt? Da sagten manche Muslime, wir sagen genau das, was wir gelernt haben. Und genau das, was unser Prophet sallallahu alaihi wasallam angeordnet hat, egal was passiert. Der Negus rief seine Gelehrten zu sich, sie rollten die Schriften aus. Er fragte, was ist das für eine Religion, deren Wegen ihr die Religion eurer Vorväter verlassen habt und ihr dennoch weder meine Religion noch die einer anderen Glaubensgemeinschaft angenommen habt. In diesem Moment hat der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Ja'far ibn Abi Talib, möge Allah mit ihm zufrieden sein, das Wort ergriffen und er hat gesagt. Und das ist eine Zusammenfassung eines Zeitgenossens, der den Islam angenommen hat, der vorher kein Muslim war, Muslim geworden ist und auch die Zeit vor dem Islam erlebt hat und die Zeit nach dem Islam erlebt hat. O König, wir waren in der vorislamischen Zeit Menschen, die erstens, er hat 6 Punkte erwähnt, die vor der islamischen Zeit war, und 16 Punkte erwähnt, was nach dem Islam passiert ist. Erstens, wir waren Menschen, die Götzen anbeteten. Und das ist, was ich vorhin gesagt habe, das ist das Entscheidende, was der Islam gebracht hat. Er hat die Menschen aus der Dienerschaft den Geschöpfen gegenüber befreit und hat uns zu Dienern des einzigen wahren Gottes gemacht. Zweitens, wir waren Menschen, die Verendetes aßen, die Abscheulichkeiten begangen, den Kontakt zu den Verwandten abbrachen, schlechten Umgang mit den Nachbarn pflegten. Der Starke von uns fraß den Schwachen auf. In diesem Zustand befanden wir uns, bis Allah zu uns einen Gesandten von uns schickte. Einer von uns, einer von Quraysh, einen, den wir kennen, dessen Vater und Mutter wir kennen. Dessen Abstammung wir kennen, ebenso seine Ehrlichkeit, Treue, seine Sittsamkeit. Er rief uns auf zu, erstens. Was wird das Erste wohl sein, wozu er aufgerufen hat? Tawhid. An Allah alleine zu glauben und ihn keine und neben ihm keine anzubeten. Das zu unterlassen, was wir und unsere Vorväter an Steinen und Götzen anzubeten pflegten. Denn der Islam eines Muslims ist kein Islam, bis er nicht 2 Dinge macht. Erstens, er betet Allah an und zweitens, er leugnet alle falschen Götter. Drittens, er ordnete uns an, immer die Wahrheit zu sprechen, das Anvertraute auszuhändigen, den Kontakt zu den Verwandten zu pflegen, gut mit dem Nachbarn umzugehen, alles Verbotene zu unterlassen, niemanden zu töten, den Abscheulichkeiten aus dem Weg zu gehen, Falschaussagen zu meiden. Er verbat uns das Vermögen der Weisen zu verzehren, ehrbaren Frauen Unzucht vorzuwerfen. Er befahl uns, Allah alleine zu dienen, ihm nichts beizugesellen, das Gebet zu verrichten, die Zakat zu entrichten und zu fasten und so weiter und so fort. Das heißt, der Überlieferer sagt, er hat noch viel mehr erzählt und Gott hat ihn gesegnet mit dieser Predigt, in der er nicht nur die wesentlichen Elemente der islamischen Religion erwähnt hat, sondern er hat sie auch noch in der Reihenfolge erwähnt, wodurch er den Negus so sehr beeindruckt hat, die wir gleich sehen werden. Ja'far sagte, deswegen haben wir ihm geglaubt und an ihn geglaubt und leisten ihm Folge. Dann, O Negus,
ist unser Volk uns gegenüber feindselig vorgegangen. Sie haben uns gequält. Wegen unserer, dieser Religion gefoltert, damit sie uns wieder dazu bringen, Götzen anzubeten. Natürlich, der Ja'far wusste, wie er redet. Denn auch die Christen beten keine Götzen an. Auch wenn sie natürlich politistische Elemente Religion haben, aber sie beten keine Statuen an. Deswegen hat er auch ein Beispiel erwähnt, was passt. Als sie uns bedrängten und uns Unrecht taten, uns das Leben schwer machten, sind wir zu dir gegangen. Wir haben dich allen anderen bevorzugt. Wir haben uns erhofft, dass uns bei dir kein Unrecht widerfahren würde. Da sagte der Negus, hast du etwas von dem, was er von Allah bekommen hat? Ja'far sagte, ja. Er sagte, lies es mir vor. Daraufhin las er den Anfang der Sura Maria vor, Mariam. Da begann der Negus zu weinen. Er begann zu weinen, Ja'far sagte, bei Allah. Er weinte, bis die Tränen seinen Bart erreichten. Und die Gelehrten ebenfalls, könnt ihr euch erinnern, sie hatten die Schriftrollen aufgerollt, sie begannen ebenfalls zu weinen, bis die Tränen auf die Schriften tropften, wegen dessen, was ihnen vorgelesen wurde. Dann sagte der Negus, das und das, was Moses überbracht hat, stammt aus derselben Quelle. Geht bei Allah, ich werde euch ihnen niemals aushändigen. Am nächsten Tag haben die Mekkaner eine zweite Liste. Sie haben sich gedacht, bevor wir von Mekka nach Abyssinien reisen, also nach unten, Entschuldigung, was ganz im Süden ist, geben wir nicht auf. Am nächsten Tag, sie haben sich was überlegt. Sie haben sich gedacht, das ist alles schön und gut, was er gesagt hat, aber suchen wir einen Punkt, wo es eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen den Muslimen und den Christen. Und sie haben sich gesagt, wir sagen dem Negus, frag sie mal, was sie über Jesus Christus sagen, Friede sei mit ihm. Sie sagen nämlich über Jesus etwas Ungeheuerliches, frag sie mal. Ja'far und die Muslime hatten wieder die Befürchtung, was sollen wir in diesem Moment sagen? Weil sie glauben, er ist Sohn Gottes oder Gott selbst oder wie auch immer. Und dann hat Ja'far gesagt, wir sagen wie beim ersten Mal genau das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Wir sagen, und dann hat er ihnen gesagt, er ist ein Diener Allahs und sein Gesandter, Geist und Wort von ihm. Er ist das Wort, das er der Jungfrau Maria eingegeben hat. Dann nahm der Negus vom Boden einen kleinen Zweig und sagte, Jesus, der Sohn der Maria, unterscheidet sich von dem, was ihr gesagt habt, nicht einmal so wie die Breite dieses Zweiges. Und daraufhin erklärte der Negus die Muslime, dass die Muslime, solange sie dort bleiben, in Sicherheit leben durften. Und wir wissen, mindestens zwei Begebenheiten sich ergeben haben. Erstens, dann gab es einen Konflikt im Königreich des Negus und Menschen haben versucht, ihn abzusetzen und zu bekämpfen. Und die Muslime, die dort waren, Salama radiallahu anha und Ja'far und die anderen, haben sogar für den Negus gebetet, dass er auf dem Thron bleibt. Also ist ein König nicht immer was Schlechtes, ja? Also gibt auch gute Könige. Und er hat den Mekkanern die Geschenke zurückgegeben, hat gesagt, dass wir zurück, aber bestechtes Geld, ich will davon gar nichts haben. Und der Negus ist im Endeffekt, natürlich hat den Islam angenommen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an dem Tag, an dem der Negus gestorben ist, hat er seinen Tod bekannt gegeben und hat sogar ein Totengebet in Abwesenheit seines Leichnams geleitet und für ihn gebetet und ihn als einen rechtschaffenen Diener bezeichnet. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Vortrag ein paar Begebenheiten erklären, wie der Islam, wie die Zeit ist eines Menschen und die Zeit der Menschheit gewesen ist vor dem Islam und wie der Islam das verändert hat. Ich bin sicher, über viele Punkte kann man noch sehr viel reden, diskutieren, und ich weiß das, aber die Zeit ist knapp und ich möchte euch nicht noch mehr auf die Folter spannen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit beim Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt.